Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Oktober-Edition der Pinkbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine monatlich erscheinende Beautybox, die es ab 13,45 Euro pro Box und pro Monat zu kaufen gibt. Und sie enthält 5 Produkte plus ein Goodie. Das ist jetzt das klassische Design. Ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Und in diesem Video kannst du auch eine Pinkbox gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ich bin gespannt, was sich hier drin befindet, muss ich wirklich sagen. Einen Code habe ich übrigens so nicht, weil die haben immer wieder so geile Aktionen. Ne? Jetzt gerade kriegst du auch irgendwas von Pamela Reif mit dabei, wenn du da deine erste Box abonnierst. Deswegen, ne? Neben der Box lag schon die ersten 2 Informationsprodukte. Zum einen, hey, Achtung, Achtung, die Adventskalender sind immer noch verfügbar und hier ist auch ein 15% Rabattcode. Nur solange der Vorrat reicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Rabattcode ist, den man jetzt so generell mehrfach verwenden kann oder ob das ein individueller ist. Ne? Müsst ihr mal schauen. Ansonsten findet ihr dort auch auf der Beauty Love Homepage immer geile Rabattaktionen tatsächlich, auch zu den Adventskalendern. Dann gab es als erstes Produkt, was nebenbei lag, ein Ösel Birch Birkensaft Sanddorn Ananas. Finde ich sehr interessant. 0,33 Liter. Und ich bin ja, wie man vielleicht so ein bisschen hören kann, ein bisschen erkältet. Das habe ich als Souvenir aus München mitgenommen. Und da kann ich halt sowas gebrauchen. Ne? Also viel trinken tatsächlich. Ich habe hier auch einen Tee neben mir stehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, sowas ist ja auch ein Stück weit gesund. Ne? Also die Inhaltsstoffe hier, Birke, Sanddorn, Ananas. Ne? Deswegen sage ich mal Prost. Das schmeckt wirklich lecker. Es schmeckt nicht so nach, du schmeckst vor allem die Ananas raus, aber es schmeckt nicht so sauer. Das finde ich ziemlich cool. Also den werde ich mir hier hinstellen und dann nachher so, ne, sukzessive trinken. Ich entferne mal von der Pinkbox den Deckel und dann sieht das Ganze so aus. Normalerweise rieche ich ganz gerne an der Box. Ich werde jetzt nicht so viel riechen, denke ich mal. Nö. So sieht es nämlich aus. Wir haben hier dieses Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen zusammengehalten wird. Und dann entdecken wir hier ein Klebi, wo auch ein Herzchen drauf ist, was ich immer sehr niedlich finde. Das machen wir jetzt einmal auf. Und dann entdecken wir nämlich direkt das Motto von dem, Oktobergedönsen. Sweater Weather ist hier tatsächlich das Motto. Das heißt, ja, ne, Pulloverwetter auf jeden Fall. Dann haben wir hier so eine Leseprobe mit dabei. Ja, ich, nee. Also Leseproben sind nichts für mich, passt aber tatsächlich ab und an mal ganz gut, dass man einfach schaut, ob einem das gefällt. Das ist jetzt von Laura Jane Williams. Say Yes, perfekter wird's nicht, ein Roman. Ja, kann man mal reinschauen. Und hier sind immer so ein paar Gutscheincodes nochmal drin aufgeführt. Und das ist jetzt endlich mal der Blick in die Box. Meine Herren, da lag ja ganz schön viel drauf. Das ein oder andere Produkt kann variieren, habe ich jetzt so in den letzten Monaten mal herausgefunden. Muss aber nicht. Also wir gucken einfach mal. Ne? Manchmal stehen nämlich auch Alternativen im Heftchen drin, manchmal aber auch nicht. Manchmal etwas verwirrend das Ganze. Wir schauen aber erstmal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Hier gibt es bestimmt... Nee, hier gibt es gar keine Spoiler. Sehr schön. Liebe Pink Lady, it's sweater weather. Der Herbst ist da und wir müssen gestehen, dass die... Und wir müssen gestehen, wir lieben diese cozy Jahreszeit. Herbstspaziergänge können zwar ein Traum sein, aber wer verbringt nicht ebenso gern Zeit in seinem warmen und kuscheligen Zuhause? Die Couch lädt nun zu gemütlichen Stunden bei Kerzenschein und Tee ein, aber auch für eine ausgedehnte Beauty-Routine ist jetzt genau die richtige Zeit. Mit der Pinkbox Sweater Weather möchten wir dir die kühle Jahreszeit versüßen und dir neue Beauty-Highlights, nein, ohne Beauty, und, dir neue und für neue Highlights in deinem Home-Spa sorgen. Lass dich von 5 Beauty-Überraschungen und gleich 2 Goodies begeistern. Cool. Wir wünschen dir ganz viel Freude bei deinen neuen Produkten, dein Pinkbox-Team. Tut mir leid, heute kann ich nicht so gut lesen. Da sind die Produkte aufgeführt und wir haben hier noch stimmungsvoll in den Herbst einfach so ein paar, ich glaube, wie man Kerzen selber macht, steht hier drin. Das finde ich auch interessant.
Genau, da sind die Produkte aufgeführt. Und ja, apropos Tee, ne, den habe ich hier auch stehen. Ich habe eben, als ich mich gerade frisch geschminkt habe, den anderen Tee geleert und dann ist mir der Teebeutel ins Gesicht geflogen. Läuft bei mir, ne? Deswegen habe ich mir jetzt für den nächsten Tee hier einen Strohhalm reingemacht. Der muss aber noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen heiß. Okay, als erstes haben wir hier von Vadam Teas, auch sehr passend, Turmeric Ginger, also mit Ingwer. Mhm. Indian Superfood with powerful Kurkumin, also mit Kurkuma wahrscheinlich, Herbal Tea, Caffeine Free. Ja, also kann man das dann auch abends trinken. Da haben wir ein bisschen Tee drin. Wahrscheinlich ist das das Goodie, was erwähnt worden ist, ne? Da haben wir 1, 2, das ist das gleiche, ne? 3, 4 Mal. Finde ich ganz interessant. Also da werde ich mich auch durchtrinken tatsächlich. ja. Dann habe ich das nächste Produkt hier drin. Das ist ein riesengroßes, und zwar von Naturebox mit kaltgepresstem Kokosnussöl. Also leider nichts für Claudinchen, weil ich mag nicht so gern Kokosduft. Feuchtigkeitsshampoo für intensive Frische. 98% natürlicher Ursprung im Gesamtprodukt. Das ist auf jeden Fall nett, ne? Auch vor allem so eine Full Size hat man auch gerne mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, wo hier die Milliliter-Angabe steht. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Irgendwo steht die bestimmt. Sehe ich gerade nicht. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall eine Full Size. Und ja, also so ein Shampoo ist basic-mäßig auch mit dabei. Finde ich ganz cool. Kann ich auf jeden Fall auch immer gut gebrauchen, aber leider nicht mit Kokos. Ne? Das ist nicht so ganz so meine Welt. Als nächstes habe ich hier etwas drin. Und zwar von Elikia Beauty. Da hatten wir schon mal so einen Blushleiter mit dabei, den ich mir umgefüllt habe in so ein Pöttchen von YesStyle und in so eine kuschenleere Verpackung, ne? Kann man da kaufen. Und dann kann ich mir das einfach so auftragen. Finde ich sehr, sehr schön. Und hier haben wir das gleiche nochmal, aber als Highlighter. Und der ist sehr, sehr silbrig von Elikia Beauty. Illuminateur. 15 Milliliter. Ja. Ist einfach ein Highlighter. Also ich glaube, dass es auch gar nicht mal so günstig war. Ne? Das war ein recht hochpreisiges Produkt. Das hier wird auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit reinkommen. Und dann werde ich das mal ausprobieren. So kühle Highlighter sind jetzt schon Richtung Herbst-Winter eine ganz schöne Geschichte. Ne? Also finde ich nett. Doch, doch, definitiv. Dann habe ich hier etwas drin. Das ist ein teures Produkt auch wieder. Ne? Skin Chemists London Collagen Advanced Collagen Facial Toner. Ich liebe Toner. Toner sind so toll. Toner trägt man auf, nachdem man sein Gesicht in Kontakt mit Wasser oder so gebracht hat. Wenn man es zum Beispiel gereinigt hat. Ne? Und das gleicht so ein bisschen den pH-Wert der Haut aus, um der Haut zu sagen, hey, chill dich. Alles ganz entspannt. Gleich kommen ein paar Pflegeprodukte. Bereite dich schon mal ganz easy peasy drauf vor. Erschreck dich nicht, also dass da quasi keine Irritation auftreten. Ich habe halt super sensible Haut. Ja, und hier sind 60 Milliliter mit drin. Und das finde ich super. Das ist toll. Ne? Und dann einfach auch mal so eine hochpreisige Marke hier in der Pinkbox. Sag ich auch nicht nein, denn normalerweise hast du in der Pinkbox eher so Produkte, die in Richtung Drogerie gehen, die du auch in der Drogerie nachkaufen könntest. Dafür aber halt auch größere Produkte, ne? Wie jetzt zum Beispiel das Shampoo von Naturebox oder so. Aber sowas freue ich mich drüber. Ja, da haben wir hier so ein Fettchen. Nein. Typchen? Nein. Fläschchen. Also ein Fläschchen. Flüssig hier drin. Ja, wird dann auf jeden Fall mal ausprobiert. Und mit Kollagen ist auch toll. Ja, weil Kollagen ist ja ein hautverwandtes irgendwas Gedönsen, ne, was die Haut eigentlich auch selber herstellt. Aber mit dem Alter baut die Haut immer weniger Kollagen auf. Und dann ist es ganz nice, wenn man das von außen zuführt. Das ist ein bisschen Anti-Aging-Effekt. Zwei habe ich noch. Einmal habe ich, ja, das ist aber auch nichts für mich, weil sensible Haut, von Biroutine mit Glitzerpartikeln. Eine Glitzer-Peel-Off-Maske, tiefenreinigend für normale Haut, reinigt Poren tief und fördert ein verfeinertes Hautbild mit Provitamin B5. Jo. 10 Milliliter haben wir hier in dem Sachet enthalten und ich glaube, dass man diese Sachets auch so kaufen kann bei DM für, keine Ahnung, 1-2 Euro oder so. Ne? Ich persönlich bin kein Fan von Peel-Off-Masken. Zum einen habe ich feine Gesichtshärchen, die natürlich damit ja auch rausgerissen werden und das mag meine Haut natürlich nicht so ultra gerne. Und zum anderen habe ich einfach eine sensible Haut. Und wenn ich da eine Peel-Off-Maske drauf mache und dann vielleicht eine Maske erwische, die ein bisschen hardcore-mäßiger sich an mein Gesicht festtackert, oder eine Minute zu spät diese Maske runternehme und das einfach so krass sich mit meiner Haut verbunden hat, dann, also danach sehe ich aus wie eine Tomate. Das ist nicht gut. Und nee. Präventiv einfach mal Abstand von meiner Seite von solchen Produkten nehmen. Und als letztes habe ich was für den Körper hier mit drin.
Denn ja, wir haben tatsächlich jetzt auch nur was für den Kopf gehabt, also für Gesicht und Haut, also Gesichtshaut, ne? Und hier habe ich jetzt was für den Körper. Das ist von Take a Bath oder Take a Bath, also nimm ein Bad, ne? Bubble Body Wash Pad. Das ist mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Und das ist so ein Pad, was man rausnimmt und dann gibst du das quasi über die Haut. Also du gehst damit über die Haut mit kreisenden Bewegungen 3 bis 5 Minuten auf den angefeuchteten Körper einmassieren. Die strukturierte Reinigungsseite rosa sorgt für eine noch effektivere Tiefenreinigung. Ja, ne? Also das ist halt einfach ein Handschuh quasi ohne Finger. Dann kannst du damit über den Körper gehen und machst dann halt ein Peeling, ne? Also ja, bestimmt super. Habe ich auch schon mal angewendet. Ich persönlich mag es halt lieber, wenn ich so eine Schrubbelpaste über meinen Körper reibe. Ja, ich weiß, mechanische Peelings sind böse, aber mein Körper sagt, hey, cool, nehme ich gerne. Ne? In meinem Gesicht mache ich nur noch Säurepeelings oder Enzympeelings, aber meinem Körper schrubbel ich gerne rum. Geile Aussage. Ja, das war jetzt der Inhalt von der Sweater Weather Box. Natürlich haben wir hier, wie angekündigt, einiges an Pflegeprodukten drin. Definitiv, finde ich auch gut. Wir hatten Basic-Produkte drin, aber auch so ein bisschen was zum Ausprobieren. Dekorative Kosmetik. Vielleicht wäre es ganz cool gewesen, hier so ein paar Handschuhe oder sowas mit reinzupacken. Weißt du, sowas wäre cool. Aber wir haben ja zum Beispiel den Tee gehabt, der sich natürlich auch so ein bisschen auf das Motto bezieht. Aber also ich fand den Inhalt jetzt gut von der Box her. Hat mir wirklich gefallen. Aber hätte noch ein bisschen mehr aufs Motto bezogen sein können. Vielleicht kommt das aber im November, weil da wird es ja nochmal ein Ticken kälter, ne? Ein bisschen kuscheliger das Ganze. Und das war es jetzt auch hier von mir mit diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!